Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Planet Coaster. So, letztes Mal haben wir ja diese Attraktion hier gebaut. Die steht jetzt etwas unschön auf Stelzen, da müssen wir noch mal schauen, wie wir das wegkriegen. Schauen wir mal, ob wir da eventuell was bauen können. Walls. So. Einmal. Oh, da können wir da halbe Höhe nehmen. Halbe geht auch. Halbe ist gut. So, was machen wir mal dann? So, wenn ich das jetzt richtig weiß. Duplicate. Schauen wir mal, ob wir da näher dran kommen. Höhe ändern. Duplicate. Was wir ändern wollen, ist der Winkel. Duplicate Winkel. So drehen. Nee, so hätte ich das nicht gerne. Duplicate. So drehen. So sieht das ganz gut aus. Duplicate. So, und duplicate. Ja, doch, können wir lassen. So, Duplicate.
Dafür müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen rausdrehen. So, nächster Versuch. Ja, so ist besser. Mal noch ein bisschen drehen. Der ist noch nicht so, wie ich das gerne hätte. So, jetzt sollte das aber passen. Jawohl. Genau so. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja, sieht gut aus. So, und hier noch einer. Nee. Nee, nee. Den machen wir nochmal zurück. Duplicate. Jawohl. Und jetzt dennoch. So. Dann jetzt hier noch fertig machen. Ich hätte hier gerne ein Mittelding zwischen
Na nö. Duplicate. Nächster Versuch. Müssen wir den noch ein bisschen bewegen? Oh ja, geht. So, Duplicate. Und Duplicate. So, den auch noch. So, na, Duplicate, so, Na, so. Das wird jetzt spannend. So, den noch. Und den hier. Und da im Eck noch. So. Und ein letzter.
So. Damit wäre das Gebäude verkleidet. So, jetzt können wir die können wir die unter Umständen noch ein wenig dekorieren. Eins auf jeden Fall. Nämlich Lampen. Dann hier habe ich inzwischen übrigens auch gelernt, dass es da einen schönen Trick gibt, um die Sachen zu positionieren. Und drücke F und das Ganze positioniert sich schön in der Mitte von dem Wandelement. Dann das macht es doch um vieles einfacher. Ne, da nicht. Vor allem auch wenn man ein Fenster und so positioniert, kriegt man auf die Art sehr gut immer die gleiche Höhe. Da macht das Ganze, glaube ich, wenig Sinn. Andererseits so. Ich würde sagen, die nächste, das wär's für die heutige Folge und weiter geht's mit der weiteren Gestaltung in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!